User berichtete mir, dass er ziemliche Probleme hat mit diesem Anschließen von diesen einzelnen Drähten, ja, die Anfänge, meistens von diesen Spulen. Und ja, ich habe ihm angeboten, da mal ein Video drüber zu machen, wie ich es handhab, ne? Vielleicht klappt es dann etwas besser, wenn man das schon mal bei irgendjemandem gesehen hat, wie das funktionieren könnte. Viele Wege führen zum Ziel, ne? Ihr wisst ja. Aber gut, vielleicht hat es halt doch ab und zu mal Sinn, sich an den Leuten zu orientieren, die da ein bisschen Erfahrung drin haben. In Anführungszeichen, ihr wisst, ne? Ja, okay. Den tun wir erstmal zur Seite. Ich favorisiere hier immer altes Guard-Kabel. Ne? Die haben sehr schöne, dünne Drähte drin. Vor allen Dingen noch mit verschiedenen Farben. Das ist ja auch ganz wichtig. Mal schauen, wie sie aussehen, wenn man sie normal öffnet. Viele bunte Drähte drin. Das können wir gebrauchen. Also das Guard brauchen wir ja heutzutage eh nicht mehr, ne? Okay, dann nehmen wir halt mal, ja, wie viel brauchen wir ungefähr? Hier der Lüfter noch drauf ist, nehmen wir mal so ein Stück müsste reichen, ne? Okay. Für solche Kabel gibt es auch Abisoliergeräte, ne? Also das ist jetzt halt gerade die optimalste Form, aber für zu Hause, wenn man ganz vorsichtig ist, geht das auch halbwegs gut. Halt nur ein bisschen anschneiden, ne? Bloß nicht bis zum ersten Draht durchschneiden. Da ist ja sowieso eine Isolierung rundrum, ne? Also mit etwas Gefühl merkt man dann schon, wie tief man da schneiden kann, ohne dass man einen von diesen anderen feinen Drähten verletzt. Ja, mal sehen, wo der Anfang ist. Hier. Davon muss ich mal noch ein bisschen zusätzlich schneiden. Okay. Wie gesagt, für Industrieanwendungen dieses Verfahren auf keinen Fall machen. Ne? Da gibt es dann extra Abisolierzangen, aber für den Heimbedarf geht es auch halbwegs. So, Isolierung kann man wegmachen. Abschirmung. Na gut. Ja, den kann man vielleicht auch irgendwann mal verwenden. Nehmen wir erstmal, ja, was nehmen wir denn? Also rot und schwarz hebe ich mir dann für die Ansteuerung auf. Machen wir mal orange, gelb, braun und grün. Ja. Okay. Ja, dann Ende abisolieren. Mit solchen Abisolierzangen geht es echt top. Bei so kleinen Drähten vorne ein bisschen drauf drücken. Ne? So, etwas verzwirlen, damit es sich nicht auftrudelt. Einmal fertig. Halt, Moment. Ach, hier habe ich noch eine extra Wicklung drauf gemacht. Hierfür brauche ich 6. Also 6 Ansteuerungsdrähte. Dann nehmen wir halt mal noch Violett und Grau dazu. Ne? So. Bei der Wicklung, die ich jetzt drauf gemacht habe, ist das mein Ende gewesen.
Und ich denke mal, ich brauche ungefähr, ja, so viel hier ungefähr. So, jetzt noch den Lack abkratzen, ne? Ganz vorsichtig. Ja, das sieht man dann eigentlich, wenn der Lack runtergeht. So ungefähr auf die Länge von einem halben Zentimeter mindestens. Ein Zentimeter ungefähr. 0,72 Zentimeter. Irgendwas in der Drehung. Okay, dann fangen wir halt mal mit dem hier erstmal an, ne? So, also nimmt man sich dann eine Litze. Lötkolben und verzinnt erstmal die Litze von dran etwas. So, okay, da ist jetzt Zinn drauf. So. Ganz fein. Ihr könnt euch ja auch einen Zahnstocher dann mitnehmen, ne? Hier ist jetzt ein bisschen Leim dran, das ist ungünstig. Wegmachen. Ja, damit man diese Enden auch richtig schön rangelegt bekommt. So, ja, damit der Kontakt so viel wie möglich hergestellt ist zwischen den Zweien. Ja, und dann einfach noch mal kurz mit der Lötspitze drauf gehen. So, schaut dann eine Verbindung aus. Was für die anderen auch noch mal, ne? Ja, hier wirklich drauf achten, damit von allen Seiten der Draht entfernt, der Lack entfernt wird. Das ist ganz wichtig. Sonst verläuft das Lötzinn dann ziemlich schlecht. Oder sogar überhaupt nicht. Okay, jetzt probieren wir das mal mit einer anderen Methode. Vorhin habe ich ja ganz am Anfang die Litze verzinnt, ne? Ich glaube, das könnte auch so hier funktionieren, wenn man da ganz vorsichtig ist. Also ranhalten. Und dann rumwickeln. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz Pause machen. Ja, jetzt haben wir es eine Stunde später. Ah, hab mal kurz einem guten Freund geholfen, den Drucker wieder in Gang zu bringen. Und habe nebenbei ganz interessante Informationen über den Herrn Frühwald und die Frau Fazekas erfahren. Naja, so ist es halt bei Leuten, die aus der Politik kommen, ne? Jedes Mal dasselbe. Ja, er kommt ja eh bald selber dahinter. Okay, na gut, dann weiter hier. So, der ist dran. Ach, und Lötkolben vergessen einzuschalten. Na gut, das dauert wieder ein Stück. Schön vorsichtig sein, ne? Wir wollen ja nicht, dass da irgendwas drauf tropft. So, das war Nummer 2. Jetzt kommen die Original. Na, das sind die Originalenden, deshalb sind die so lang, ne? Die Originalanfänge
Davon habe ich nämlich noch dran gelassen. Das ist einmal hier an diesem Teil dran und einmal an diesem Teil dran. Und da kann man ja dann direkt was ranlöten. Okay, so, dann nehmen wir die auch noch auf optimale Höhe. Dran. Oh, der hier wickelt sich schon fast wieder ab, dieses eine Ende. Das ist gar nicht gut. Okay, so, jetzt muss man das noch irgendwie fixieren, ne? Ja, und zwar möglichst so, damit diese Enden, ne, diese blanken Enden da nicht zusammenkommen. Wollen wir ja nicht. Ja, zur Grundfixierung kann man, wenn man möchte, Isoband nehmen. Ich habe jetzt leider nur dieses welche Isoband da. Bin mir gar nicht so richtig sicher, ob das leitend ist oder nicht. Also aus Plastik ist es zwar, aber das optimale Isolierband sieht natürlich ganz anders aus. Ne? Ja, und wie ihr hier seht, ist mir der abgebrochen. Ne? Also hier diese Plastikhülse steckt nach wie vor drin. Auf der anderen Seite ist das Kugellager da. Ne? Ja, das macht ja gar nichts. Man muss sich nur ein schönes Dingens suchen, wo wir das draufkleben möchten. Ne? Tja, wo haben wir mal ein schönes Dingens? Das ist ein schönes Dingens, oder? Okay. So, gucken wir mal, auch das andere Kugellager dazu finden. Leider finde ich das andere Lager dafür nicht. Ist hier in dem ganzen Wust irgendwo untergegangen. Ja, so ist es, wenn man Projekte über mehrere Tage schleifen lässt. Ah, na gut. Mal gucken, ob es für Demonstrationszwecke auch so geht. Ja, Heißklebepistole ist eine sehr schöne Erfindung. Thank you.
das passt, wa? Jawohl. Schaut gut aus. Ja. So, jetzt ist eure Schaltung komplett fixiert, ne? Das könnt ihr hier an den Drähten dran rum probieren, wie ihr möchtet. Ohne dass dann noch so schnell irgendwas abreißt. Ja, so ist momentan meine Variante, wie ich das handhabe. Dieses Video steht unter Creative Commons, Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0.